Ein Schulterklopfen statt minutenlangem Applaus. So gratuliert ein Parteitag unter Corona-Bedingungen Christian Lindner zu dessen Wiederwahl als Parteichef. 93% Zustimmung, das kann sich sehen lassen. Die FDP hat einiges vor. Das sagt schon der Eröffnungseinspieler des digitalen Parteitags. Steuererhöhungen gehören nicht dazu, das macht der Parteichef klar. Ich weiß wohl, was ich sage und wie die Tragweite ist. Wenn ich für uns erkläre, dass es mit den Freien Demokraten in Regierungsverantwortung eben keine höhere Belastung der Einkommen der Beschäftigten geben wird. Im Gegenteil, in ihrem Wahlprogramm verspricht die FDP eine Steuerentlastung für alle, egal wie viel man verdient. Außerdem will sie die Bürokratie abbauen und die Altersvorsorge modernisieren. Dafür müssen die Liberalen es aber in die Regierung schaffen. Immerhin klappt es jetzt wieder mit den Umfragewerten. Als die FDP nach der letzten Bundestagswahl die Koalitionsgespräche platzen ließ, ging es erstmal bergab für die Liberalen. Davon erholten sie sich lange nicht. Doch jetzt, im beginnenden Wahlkampf, ist die FDP in den Umfragen wieder zweistellig. Mein persönliches Ziel ist es, dass die Freien Demokraten wieder drittstärkste Kraft in Deutschland werden. An unsere Sportfans, wir wollen aufs Treppchen. Aktuell reicht es laut Umfragen nur für eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen. Doch die SPD will das Gegenteil von dem, was Lindner plant. Sie will Steuern erhöhen und erwartet, dass künftige Partner mitziehen. Wer das mit uns machen will, das werden wir sehen. Das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und natürlich beobachten wir Interesse, wie sich alle so bewegen. Die FDP wartet wohl eher darauf, dass man selbst und die Union so zulegt, dass es im September doch für Schwarz-Gelb reichen wird. Einen kurzen Moment.